Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator. Immer noch mit Phil. Wir ernten Ja. wieder Mais. Immer noch. Ja, machen wir jetzt schon eine Weile. Einige Parts. So, Bams, 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 Bams. Aber macht auch irgendwie richtig Spaß, weil da kommt richtig was bei rum. Ja, wenn wir dann das Geld haben, können wir uns erstmal noch ein neues Feld kaufen. Am besten noch die anderen beiden hinter Feld 17, 18 und 19 wären ganz chillig. Und die können wir dann auch noch mit Mais vollrammeln. Ja, oder vielleicht dann nach dem Mais halt mal wieder Kartoffeln oder Rüben oder irgendwie für sowas Ja. machen. Und Mal ein dann kannst du bisschen hinterher auch mal Kühe Abwechslung. machen oder so. Ja, obwohl die sollen sich nicht so lohnen, ne? Es geht, also kommt drauf an, wie viele du halt hast, ne? Ja, wenn, dann sollte man ja auch schon mal ein paar haben, 20, 30 Stück mindestens, oder? Ja, klar. Also wenn du Darunter. dann einen dafür hast, der das die ganze Zeit macht, dann ist das okay, aber sonst. Er ist schon zu 100% verdichtet. Ich dachte, ich könnte da jetzt mal ein bisschen. Ja, da bin ich zwischendurch immer mal drüber gefahren. Sieht da später auch richtig voll aus, wenn da alles drin ist, oder Ja, verändert sich da klar. nicht mehr viel? Doch. Das ist schon gut voll. Ich glaube, das Feld hier kostet 300.000, das 7. 7 wäre eigentlich das nächste, worauf ich gerne sparen würde, dann halt für Mais. Ja. Und hier könnte man auch cool Rüben oder so machen. Halt alles, was es in größeren Mengen verkauft werden sollte. Obwohl die Rübenpreise sind ja bei mir jetzt schon wieder ziemlich kaputt. Dadurch, dass wir so viel verkauft haben. Kacke, das geht nicht. Aber wenn ich den jetzt dahinter stelle, Maispflücker senken, Maispflücker zuklappen. So. Ich überlege auch, ob ich im Let's Play mal das Quad kaufe. Das Quad? Das Ja, Quad. dann ist aber, weiß ich nicht, ich finde das voll scheiße, das voll verbuggt. Ah, das ist mehr sowas zum mal gucken, wie weit so ein Feld ist oder so. Ja, genau. Oder mal am Anfang die Welt zu erkunden oder so. Genau, dafür ist das dann am Anfang Oder wenn ziemlich du teuer. kein Tab benutzt, dann Ja. ist das ganz gut. Um von einem Aber Feld zum anderen zu kommen. das dann nicht zu Oder benutzen, finde ich blöd. sowas. Ja, schon. Ja, nee, aber generell, ich weiß nicht, das Quad. Guck mal, zum Beispiel, das fährt 70 Stundenkilometer. Du fährst damit mit 70, sag ich mal, über den Berg. So, und dann fliegst du und du hast immer noch so 70 drauf, aber du wirst so mega langsam und wenn du auf den Boden aufkommst, dann fährst du einfach mit 70 weiter. Weil und das ist so mega unlogisch. Ja. Weil du so in der Luft, du wirst so mega langsam. Und dann fährst du so uff, direkt so wieder voll schnell weiter. Ja, komm, mach dich ran hier. Ja, ich bin Aber unterwegs. fahr erst mit dem Dingens. Erst mit dem Gillibert hinter neben mir her. Okay, mache ich. So. Und starten. Da kommt er auch schon. Den guten Tag. So, are you ready? Jo. Ja, das Feld, ey, das packt schon ordentlich. Boah, wie klein der Lindner aussieht neben den Krone. Standard. Ich Ja. bin auch Big Boss Krone. Genau. Big Baba. Ah. So. Boah, das ist richtig cool, Mais, dass da alles rauskommt. Hast du jetzt eigentlich schon Schule? Ach, Ferien? Oder Ja, hast du noch Schule? ich habe morgen frei.
Also ab morgen. Also, yeah. Wie ab morgen? Also du musst morgen nicht in die Schule gehen. Genau. Richtig scheiße. Richtig geil. Wie lange hast du jetzt frei dann? 2 Wochen. Also ja, bis zum wievielten Januar? Boah, das ist Montag in 2 Wochen. Aha. Ich weiß nicht genau, welcher Tag das ist. Ah, ich das muss morgen müsste noch 11.7. sein oder 8. Guck mal, wir haben jetzt gerade mal eine Reihe gleich. Und wie viel Prozent hast du dann schon? Ich bin quasi voll. Noch 1 Meter oder so. Kleines Stück noch. Voll. Na gut, dann fahren wir mal die Anhänger. Warte, ich hole mir die Anhänger selber. Okay. Weil die kann ich ja abkuppeln. Ja. Warum auch immer. Von dem anderen nicht. Kannst du die auch ankuppeln? Ja, ich fahre ab jetzt nur noch den Deutz. Gut. Bald gibt's noch einen neuen Deutz, denke ich mal. Dann hole ich mal den schnellen. Das wird dann meiner im Let's Play. Auf jeden Fall. Ja, der ist cool. Aber irgendwie so die 10 km/h, so wirklich viel bringen tun die ja nicht. Nur höchstens für Transportsachen. Ja, klar. So. Ist mehr so auch mal, dass man ein anderes Cockpit hat und so. Und eine andere Hupe. Genau. Ja, jetzt kann ich die Dinger wieder ankoppeln. Keine Ahnung warum. Gut. Hauptsache es geht. Ja. Und weiter geht die Fahrt. Und ich rase hier auch schon wieder zurück zur BGA. Ja, beeil dich mal lieber. Ich bin gleich schon wieder voll. 3%. 3? Ja. Hast du schon? Ne, naja. Brauche ich noch. Was? Nein. Doch? Nein. Doch. Heute wieder so behinderte Kacke auf Arbeit gemacht, ey. Weißt du, wir sollten noch so einen Treppenaufgang machen. Erst alte Treppe abgerissen, neue dran gebaut. Heute 12 Stufen. Das Basalt, das ist Vulkanstein. Für die Unwissenden. Ja. So schwarz, sieht eigentlich fett aus. So eine Stufe ist, die kleinste Stufe ist 1 Meter mal 15 Zentimeter. Und wiegt um die 150, 160 Kilo. Ist natürlich schön für den Rücken, ne? Ja, ne, denkt sich, trag die, ey, bestimmt nicht. Wir kommen dann mit Minibagger, Stufenzange und dann werden die alle in das vorgefertigte Betonbett gelegt. Ja, und dann läuft das. Der Meister bedient dann den Bagger und ich setze die Stufen. Ja, und dann zack, zack, zack. Hast du dann mal eben 5 Stufen nach oben fertig. Ah, und dann noch ein paar Platten gelegt, morgen den Rest legen. Dann noch ein bisschen Klarschifter machen, ein bisschen schön machen, wie wir das sagen. Ja, und dann geht's ab in den Urlaub. Bis zum 7. Januar. Ja, dann hast du ungefähr so viel wie ich. Ja, richtig gut, ey. Ja, und wenn dann ab dem 7. Januar noch richtig fett Schnee liegt, dann feiere ich mich richtig. Ah, dann muss kannst ich auch du nicht dann arbeiten. Nicht. Ja doch, du kannst schon, du kannst halt allen möglichen Schneedienst und so machen, aber machen wir nicht, weil sich das irgendwie nicht lohnt oder behindert ist, was auch ist. Du wirst dann morgens um 2 Uhr aus dem Bett geklingelt, du sollst Schneeschöpfen kommen, ja bestimmt. Ja, das ist blöd. Das ist richtig kacke. Ich sehe, du bist schon wieder auf dem Rückweg. Jo. Ja, ich bin jetzt bei 70%. Kann man direkt wieder einen fliegenden Wechsel machen? Ja. Ich hänge die Dinger einfach ab und du fährst wieder nebenher. Jo. Und dann können wir zusammen einmal hin und her fahren. Richtig. Wir bräuchten eigentlich noch einen dritten Mann. Einer, der die ganze Zeit das Ding fährt und 2 Abfahrer. Einer ist immer weg, einer fährt immer nebenher. Und dann brauchst du 2 60-Tonnen-Hänger, damit sich das auch... Damit ja, dann, aufgeht. Dann lohnt es sich ja richtig. So, ich komme gerade von hinten. Hilfe. Mein Guten kommt von hinten heute. Wie viel Prozent hast du? Boah, wie lang ist das Feld denn? Ach, da ist endlich zu Ende. Ich sehe immer nur Mais. Wie viel Prozent hast du? 97. Na gut, dann bist du ja so gut wie fertig. Ja. Lol, was macht er jetzt wieder?
Du hast die dann abgekuppelt, ne? Ja, ich weiß aber nicht, was der hier wieder veranstaltet. Der backt sich so ein bisschen durch den Berg. So. Ich glaube, wir können starten. Warte. So. Gut. Ich glaube, ganz eine Reihe schaffen wir mit dem Hänger nicht. Wo könnte knapp werden. Ja. Voll dumm eigentlich. Ja, kommt halt viel bei rum. Früher fand ich den Gillibert noch groß. Na, jetzt ist er für Maisernte ist eigentlich mega klein. Ja, auch für Rüben war der schon klein. Ja. Ja, und Rüben mit dem Kackernte, den du da hast, ey, das macht überhaupt keinen Bock. Ne, deshalb habe ich den ja auch verkauft. Und beim Mais habe ich ja jetzt sozusagen schon die Top-Ausstattung. Und ich denke mal, dann kaufe ich mir als nächstes irgendwann einen Rübenvollernter bzw. einen Kartoffelvollernter. Ja. Ich weiß noch nicht, Kartoffeln vielleicht, weil die hatten wir halt noch nie. Wäre vielleicht mal ganz interessant. Obwohl die nicht ganz so effizient sind, ne, weil du die ja wieder einpflanzen musst. Ja, okay, aber... So, 80% habe ich. Ich bleib einfach in Bewegung, ich fahre direkt weiter. So. Fünfundneunzig. Voll. So. Dann kannst du ja eben die anderen beiden Hänger nehmen. Ja, hatte ich vor. Ich habe Deutsch jetzt irgendwie wieder angemacht und dann hole ich mir die jetzt ab. So, und ich bin schon quasi wieder im Dorf. Ja, ich komme auch jetzt. Ich war einfach voll durch den Mais durch. Und warum? Weil ich es kann und weil es verbuggt ist. Weil der Mais durchs Cockpit durch ist. Ja, das ist blöd. Das sollten sie noch fixen. Aber nach Möglichkeit nicht so, dass man dann das Mais platt fährt, finde ich. Und dass man das vielleicht einstellen kann, ob das Mais platt gefahren werden lassen kann. Also, dass es so einen einfachen und einen schwereren Modus gibt. Ich würde dann auf jeden Fall eine schwereren zocken, weil es, ich denke, ich finde das dann viel geiler. Ich glaube, das sieht doch ganz cool aus, wenn man so Spuren machen kann. Ja. Ist ja auf dem echten Feld genauso. Jo. So langsam wird das Silo voll. Ja, ich habe auch nochmal 40 Tonnen. So, jetzt fahre ich hier wieder den Berg runter. So. Ich halte auch im echten Leben nichts von Straßen. Ja, ich fahre lieber auf Bürgersteig. Ah, dafür sind sie auch da. Ja. Ja, für die Bürger halt, ne? Und ich bin Bürger, auch wenn ich im Auto sitze. Richtig toll. So, schon. Ja, warte mal auf mich, dann fahren wir zusammen hoch. Dum, da, da, dum, dum. So, damit wird's richtig schnell verdichtet. Geht das noch viel höher? Es geht. Guck mal, wir haben gerade mal 50%, also nochmal das Doppelte drauf. Also ne, das, was da jetzt ist, nochmal drauf.
Und das wird dann auch, sieht dann auch nach so viel aus. Ja. Cool. Ich sollte vielleicht mal tanken. Ja, das kannst du machen. Kannst jetzt auf dem Rückweg eben mal da anhalten. Ja, ich tank direkt hier unten. Ach, steht hier ein Tank? Ja. Ist recht praktisch. Bist nicht schneller, vergiss es. Ich bin noch nicht schneller. Deshalb fährst du ja links. Oh, ich sehe gerade. Tschüss, bis zum nächsten Part.